internationale Crossover-Küche und ein Gastgeber mit hohen Zielen. Ich bin ein perfektionistisch veranlagter Mensch. Wenn ich niedriger bewertet werden sollte, würde mich das schon so ein bisschen treffen in meiner Ehre. Kann Jörgs Angebot die Konkurrenz überzeugen? Hier fehlt mir einfach der Bums. Es ist für mich halt keine Suppe. Frischer Zucker auf der Stelle, wo aber nicht das Eis ist. Ich dachte gerade, was für eine geile Crème Brûlée. Nee, das ist natürlich die Stelle, wo das Eis war. Hohes Niveau, würde ich sagen. Ne? Heute sind wir in der Hansestadt Stendal. Gestern hat Luca mit seiner Trattoria Magdeburg ordentlich vorgelegt und holte 36 Punkte. Eine hohe Messlatte für Jörg. Sein Restaurant liegt sehr zentral gegenüber der Marienkirche. Tachchen Mike, und was sagst du? Was für eine schöne Stadt, Leute. Ne? Wir sind jetzt mitten in Stendal. Und das ist die Altstadt. Die Glocke ist da, alles für mich vorbereitet. Alter, geiler geht's doch nicht, schau dir das an. So, der liebe Jörg hat sein Lokal, das Mainly, mitten hier in der Altstadt. Ich meine, geileren Standort gibt es nicht, oder? Dann, Küchenphilosophie ist Crossover, er lässt sich 0,0 einengen, er schaut weit über den Tellerrand, das ist so ein bisschen seine Philosophie. Gelernter Koch ist er und übrigens habe ich die Information, dass er eben auch Küchenmeister ist. Also, ich gehe davon aus, da kriegen wir richtig einen um die Ohren gekocht. Und jonglieren kann er auch noch. Hallo Jörg, erzähl uns doch mal was über dich. Meine Frau sagt, ich verbringe mehr Zeit auf Arbeit als zu Hause. Ich lebe Gastronomie und ich bin unheimlich gern Dienstleister. Jörg will seinen Gästen ein unvergessliches Erlebnis bereiten. Ich bin ein perfektionistisch veranlagter Mensch und dementsprechend tut natürlich Kritik immer weh. Wenn sie konstruktiv ist, gehe ich damit um, aber ich brauche meistens ein, zwei Tage. Mal sehen, wie viele schlaflose Nächte das Feedback der Mitstreiter Jörg bescheren wird. Ich würde unsere Küche als Crossover-Küche bezeichnen. Wir legen uns nicht genau fest. Wir bieten mediterrane Küche, asiatische Einflüsse und natürlich auch deutsch. Außer dem Lokal betreibt Jörg direkt daneben noch ein kleines Stadthotel. Hallo Mike. Servus. Toll. Hi. Schön, dass du da bist. Ja, Alter, ich bin gerade begeistert. Ich bin begeistert von Stendal, weil ich das erste Mal da bin, wie schön das ist. Und hier habe ich nicht gewusst, was mich erwartet. Alles topmodern und riesig. Der Innenraum ist stolze 350 Quadratmeter. Das hat so ein bisschen was, also Industriestyle, klar. Richtig. Wenn man da so hinschaut, denkt man so ein bisschen an Skandinavien vielleicht. Also alles ein bisschen gemischt, oder? Ist sehr vielversprechend. Was machst du hier für ein Konzept? Wir haben verschiedene Sachen. Also wir haben mit den Bowls angefangen quasi und haben abends ein anderes Programm. Ein bisschen heißen Stein, Schmorgerichte. Auch sonst bietet Jörg seinen Gästen das volle Programm. Hotel Anna, ja. Das wird auch zu dir gehören, oder? Genau. Links steht Food Store. Genau. Rechts steht Restaurant. Wir sind gesegnet mit drei Eingängen. Der Food Store wird hauptsächlich mittags bespielt. Okay, Food Store ist dann auf der anderen Seite und man kommt da auch rein, oder? Genau. Also, okay. Aber das komplette Gebäude ist miteinander verzahnt. Das ist dann eigentlich quasi wurscht, in welche Tür du reingehst. Du kommst immer richtig an. Hat auch was, ne? Und diese Konstruktion hier hat definitiv auch was. Das hier, liebevoll meine Lok genannt, ja, ist ein Kamin, in dem man auch kochen kann. Kochen, also Steak. Wir haben hier unten. Ernsthaft hier sowas? Genau. Ach, wie geil. Holz kommt rein, Glut, wie im Biefer, 700, 800 Grad, Ribeye, links 3 Minuten, rechts 3 Minuten. 2 Minuten ziehen lassen. Geil. Das ist ja cool, ne? Ob er das denn auch wirklich macht, ne? Das wäre ja Live-Cooking, Front-Cooking vom Feinsten, ne? Vom Feinsten sind auch die Produkte, die in Jörgs farbenfroher Küche zum Einsatz kommen. Das ist eine schöne Fliese, oder? Ist geklebt, aber geil, schaut das aus. Das Auge kocht mit, ja? Ja, also. Das Auge kocht mit. Ja, das ist schön. Also ein, schön. Der Mitarbeiter soll ja auch ein klein wenig Spaß haben beim Arbeiten. Ja. Und weiße Fliese ist so wie ein Krankenhaus. Ja, hat was. Wirklich ein schöner Arbeitsbereich. Du hast da diesen Front-Cooking-Bereich, hast einen Kontakt zu deinem Gast. Und da gibt es halt auch mittlerweile viele Köche, die das einfach mögen. Ne? Rinderbäckchen. Genau. Und zwar haben wir hier vorne so ein bisschen was vorbereitet, die Grundzutaten. Und zwar Kartoffel-Pastinaken-Püree. Dann haben wir hier das Mürbra für die Soße, für den Soßenansatz, ganz klassisch. Okay. Und einmal das Wurzelgemüse, sprich Karotte und Petersilienwurzel. Ja, ja. Hört sich sehr bodenständig an. Gott sei Dank sind die Bäckchen in den letzten Jahren wieder modern geworden. Das ist ja so ein Kauwerkzeug, ne? Das ist ja voller Sehnen, Fette, Bindegewebe. Gell?
Genau, da steckt Geschmack drin, aber wenn es dann wirklich super geschmort ist, zergeht es nachher auf der Zunge. Genau. Das ist der Plan heute. Bevor wir da hinkommen, müssen wir natürlich vorher die Sehne erstmal entfernen. Und damit sie einfach dann auch wirklich richtig fein werden, gehören sie ein bisschen zugeputzt. Und gerade da oben, der Deckel, also diese Sehne da oben drauf, die gehört auf jeden Fall mal runtergenommen. Will ja keiner drauf rumkauen. Ne? Die Ware hast du hier aus der Region denn auch? Es gibt auch Ackerbau und Viehzucht, aber leider Gottes nicht so viel Tiere und es wird auch nicht so viel geschlachtet. Ja? Und Rind hat nur 2 Filets, hat auch bloß 2 Bäckchen. Richtig. Was soll ich mit 2 Bäckchen? Ja? Also ein bisschen was verkaufen wir hier schon. Wo kriegst du das her dann? Gibt es Großhandel. Schon deutsche Ware. Norddeutsche Ware. Um Lukas 36 Punkte von gestern zu toppen, muss bei Jörg heute wirklich alles stimmen. Ich würze vorher. Warum? Weil ich hinterher meliere. Vorteil ist, Mehl gibt nachher schon ein bisschen Bindung und natürlich, es wird zarter. Dann kriegst du halt gleich so ein schönes Röstaroma drauf und wenn du dann nachher mit Gemüse, mit Rotwein ablöscht, hast du gleich ein bisschen Bindung durchs Mehl. Für Perfektionist Jörg gibt es nur eine Option. Der goldene Teller wandert am Ende der Woche nach Stendal. So, schau mal. Dein Gemüse ist, glaube ich, fertig. Reicht das so? Ich würde mal sagen, perfekt. Ja. Die Vorbereitungen sind damit eigentlich durch. Jetzt geht es ans Eingemachte. Was steht an, Jörg? Ich fange erst an mit Karotten und dem Sellerie, beziehungsweise hier Petersilienwurzel. Ja. Warum? Weil natürlich Lauch und Zwiebel eine andere Struktur hat. Dann brennt es zu schnell an nachher. Nie anbrennen darf heute gar nichts. Jetzt gibt Jörg auch den Lauch und die Zwiebeln dazu und anschließend dann Tomatenmark. Was gibt's dabei zu beachten? Wichtig ist, dass ganz einfach die Temperatur jetzt ein bisschen runtergedreht wird. Weil was wollen wir erreichen? Zucker soll karamellisieren, nicht verbrennen. Ja. Wenn es leicht süßlich riecht, dann weiß ich, jetzt ist der Zucker karamellisiert im Tomatenmark und dann gibt's den Rotwein drauf. Als erfahrener Küchenmeister hat Jörg natürlich einen klaren Plan. Das Ganze mache ich 3-4 Mal. Ich lasse das Ganze einreduzieren, um Farbe zu bekommen. Mike macht sich unterdessen ans Wurzelgemüse. Klein schneiden, salzen und zuckern. So, jetzt löschen wir ein drittes Mal ab. Man merkt schon, wie sich langsam hier Farbe entwickelt hat. Das heißt, jetzt können wir dann wahrscheinlich Bäckchen auch schon draufgeben und alles, oder? Halbwegs? Ja, ich würde jetzt quasi den Rinderfond einmal drauf, einmal kurz aufkochen lassen, das Ganze ein bisschen Salz dazu. Mach mal. Und das Ganze dann in einen Einsatz hier reinmachen und dann geht das Ganze in den Ofen mit dem Deckel. Jörg hat übrigens auch schon einige Erfahrungen als Küchenchef in verschiedenen Hotels gesammelt. Das wäre so eine richtig schöne, bodenständige Nummer jetzt, ne? Die richtig ehrlich handwerklich gekocht ist. Jetzt kommt es auf das Süßchen an und dass das Gemüse schön buttrig und mit Biss gegart ist, ist ein Klassiker. Bei 140 Grad, 3 Stunden und ich kann in der Zwischenzeit ein paar andere Sachen machen. Niedrige Hitze. Für unseren Soßenfan Mike wird es jetzt richtig interessant. Das, was du da ins Backrohr gegeben hast, aus dem ziehst du nachher dein Süßchen, ne? Ist das Bäckchen da schon drin? Ja, da ist das Bäckchen schon drin. Oh, dann auf den Herd, alles klar, hab ich verstanden. Auch fürs Gemüse geht es ab in die Pfanne. Und was haben wir hier? Da gart jetzt quasi die Pastinake mit der Kartoffel drin. Mit Butter. Mit Butter. Und das wird mit Sahne oder wie jetzt noch? Genau, mit reduzierter Sahne kommt das Ganze dann hier in den Thermomix. In den Mixer. Also im Grunde genommen, das heißt, das wird gemixt und fertig, oder? Und dann würde ich sagen, dann gehe ich jetzt mal raus. Ich lasse jetzt mal Platz. Zeit zum Anrichten. Soll ja auch optisch was hermachen. Kann Jörg unseren Profi zufriedenstellen? Wie ist denn dein erster Eindruck, Mike? Schöner Teller mit dem Blau. Ist fein, das mag ich. Da hast du noch ein bisschen Pesto dazu gegeben. Dann ist das ganz fein übrigens. Ne? Das ist schon fast eine Mousseline. Mousseline ist ja mal so eine ganz, ganz feine Form von so einem Püree, ne? Und wo dann einfach auch nochmal mit Sahne gearbeitet wird. Einfach ganz, ganz cremig. Mit der Optik kann Jörg schon mal punkten. Aber ist auch der Geschmack ein Volltreffer? Ich will eine geile Soße haben, das ist ganz wichtig. Und ein Fleisch, was auseinanderrutscht, genau wie das hier. Schau, da, zack, zack, da braucht er nichts. Schön geschmort, also ganz toll, schön smooth, schön saftig. Das Süßchen ist sehr lecker. Ich bin sogar noch einer, der noch mehr Wumms in die Soße macht. Ist aber null notwendig. Ich finde das Püree sehr lecker. Mm. Guter Geschmack. Durch den Thermomix. Da geht was, ne? Mit Temperaturen so. Toll. Mm. Und die Butternote ist sehr lecker. Ist halt so simpel. Bisschen Kartoffel, bisschen Pastinake. Die hat halt einfach so viel Dampf und so viel Kraft. Die Karotte, das Wurzelgemüse, einfach nur mit Salz, Zucker, schön. Es ist einfach lecker. Ein schöner Teller.
Ich finde den Preis 19,50 in Ordnung. Danke, schön, dass du dabei bist, Herr Kollege. Klingt so, als wäre unser Profi happy. Wir haben einen Fachmann am Start, ne, würde ich sagen. Der Herr Meister, der kann richtig kochen und hat richtig guten Geschmack. Tolle Rindsbäckchen hatte ich. Ja. Exotik und Crossover war das jetzt noch nicht. Aber die kommt ja. Deswegen, der Wettbewerb ist eröffnet. Und ich glaube, dass der liebe Jörg hier vorne mitspielt. Let's go!